Moment. Brieflich. If I had something to mail, this might work. I'm here to serve. Hä, what? How can I help you? I'm not holding if... I'm going to look around your store. If I had something to mail, this might work. Okay. Schnaps, 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 nicht. Let me know if I can help you with anything. Kaffee gibt's auch keinen, die tote Ratte. I'm here to serve. Landkarten und ein Ich liebe Gras und was? T-Shirt? Let me know. It's a video camera. Nimm Sicherheitskamera. I like being on TV, don't you? Lotto, können wir Lotto spielen? I'd play if it were a sure thing. I'm viele Pilze in der Kanalisation. Ja, so weit sind wir schon. Okay, gib. Staubkorn. They don't want it. Also ist er noch gar nicht. Moment. Looks pretty dark down there. Wait, I see Reyes. Yeah. Agent Ray, I have sort of a situation here. Of course you do, Rookie. Im normalen Minecraft geht's, nur der Kopf ist schwarz. Also ja, ich habe ja gesagt, das ist wegen der neuen Version. Und der Kopf ist möglicherweise schwarz, weil du die Datei, die Grafik in der Datei jetzt verschoben hast. Ich weiß es ja nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Nun, nun. How's the smell down there? It's not pleasant. Try not to get any crap on your suit. If I have to spend the rest of the evening with you, I prefer you not smell like raw sewage. I think it's a little late for that. Nimm doch einfach einen Skin aus dem Internet. Ja, ja. How's the rat situation? They haven't gnawed your face off yet, have they? Oh, good. What? Rats can do that? Oh, sure. Rats love eating human flesh. Anda el diablo! You gotta help me! I'll do what I can. In the meantime, sit tight and tuck your pant legs into your socks. That's how they get you. Böse. Genau mein Humor. Oh. Habe ich das schon erwähnt? Ich war ja da als Jugendlicher da in diesem Jugendheim. Und ich war ja da voll der Hippie und voll der Naturfreak und alles, immer barfuß rumgelatscht und ja, voll auch naturverbunden und so. Und die meisten da, das waren so Gangster-Typen und waren voll die Kassen und kannten sich aber null in der Natur aus und gar nicht. Und dann waren wir eines Wochenendes mit zwei Häusern von vier, die ganzen Jugendlichen von zwei Häusern zusammen. Dann haben wir einen Ausflug gemacht, sind mit den großen Schlauchbooten den Rhein hinuntergepaddelt und haben dort auf einer Insel campiert. Die war ein Naturschutzgebiet, aber das war erlaubt. Konnten da sogar Feuer machen und so, und das war auf jeden Fall voll cool. Die anderen hatten sich da so einen Unterstand gebaut, voll aufwendig. Ich und der Kumpel einfach so eine Hängematte irgendwo im Wald, war saugemütlich. Mit so Planen halt, die wir mitgenommen haben. Auf jeden Fall schön saßen wir da ums Feuer und der eine Sozialpädagoge hat dann angefangen, so Stories zu erzählen. Ja, und dann kam er irgendwie auf Bisamratten. Bisamratten, waren es Bisamratten? Ja, ich glaube Bisamratten. Und hat dann ja erzählt, ja, es gibt hier Bisamratten im Gebüsch und so, weil das ja eine Naturschutzinsel ist.
Und all die krassen Typen, so die krassen Hip-Hopper, so, was, Ratten, hier gibt's Ratten, so, was, was sind Bisonratten? Und da hat er noch einen draufgesetzt und hat er gesagt, ja, und das ist ja eine Insel und sie kommen ja nicht weg von der Insel, deswegen werden die so groß. Und ah, das war so schön. Ich glaube, keiner von den Jungs hat in der Nacht gut geschlafen. Außer wir natürlich. Ich habe dann später auch noch einen Joint geraucht und so, war richtig geil. Und ja. Ah, ja, das war die Nacht. In der Nacht haben wir uns sogar auf den Weg gemacht, sind ins Wasser gestiegen und rüber geschwommen aufs andere Rheinufer. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Geraten Sie nicht in Panik. Try not to panic, Reyes. Panic? I'm not panicking. Just because there are flesh-eating rats and raw sewage in here. And gators, germs, toxic fumes and a risk of the tunnels collapsing. Ja, alles. So yeah, I'm totally not panicking. I am as cool as a cucumber. What the hell happened? You better not be screwing up my case, Reyes. I'm not. I swear. I was in the alley behind the diner looking for clues, totally following agent protocol, and I was jumped. They knocked me out cold. Are you okay? No injuries that will require you to stop working the case? I don't think so. Damn. Not bleeding out and about to die or anything? I thought the playable characters couldn't die in adventure games. Oh, no. That depends on who is making them. But unfortunately, I think you'll be all right. Did you get a look at the guy who whacked you? No. They hid me from behind, so I never saw their face. Might not have even been a guy. Good point. A girl could easily take your scrawny ass out. Hey! So we're looking for a suspect of unknown gender, age, race, height, and weight. You know. Great job as always, Agent Reyes. Have you looked around the sewers yet? Yeah, I had a look around. I can't see any exits, but there is a phone down there. Great. Did you call someone? I can't. It's a payphone and I don't have any dimes on me. And your cell phone doesn't work down here either. Dimes. Is there anything I can do? If you can't pull this manhole cover off, can you look out for some dimes? The payphone doesn't accept anything else, and I think I need to call someone to come help. I'll get right on that. Dimes brauchen wir sowieso für allerlei Mögliches. Außerdem weiß er noch gar nicht, ob er überhaupt telefonieren kann. I'll be back. I'll be here if you need me. The cell phone has no reception. Jetzt weiß er's. Hippie. Wir hatten doch vorhin auf dieser Website diese Templates gesehen, oder? Ja, keine Ahnung, also entweder du nimmst diesen, wo funktioniert, wo funktionieren tut, und baust auf dem auf. Ist genauso aufgebaut wie der. Ja, offensichtlich ja nicht. Ja, nein, keine Ahnung. They don't want it. Not. That doesn't seem to work. Wirklich exakt gleich mit allem und so. All the lights are out. It must be broken. The instructions say, insert coupon for movie. Ja, sowas haben wir nicht. B Street, da waren wir noch gar nicht, oder doch? Ah, doch. Ja, stimmt, da ist auch. Ja. It's a dime just lying there. Einfach so. It's a dime. Ey. Und da waren wir schon, ja, die wieder schon waren. Nun gut, dann halt, liegen da noch mehr oder müssen wir mit diesem einen auskommen?
fats out now. Nett. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art from a cut room. Moment. Benutze Zähler mit. It doesn't work in that. Dreck, weil. It says Tokentron 3000 is guaranteed to dispense exactly one token each and every time. A maximum of 12 tokens allowed in circulation at once. It's out of tokens. I guess I need to find tokens somewhere else. I can't open that. Doof, doof, doof. Und wer hat wohl Sacred Kraken? It's for a Mucus Phlegm adventure game called Jason, the News Guy. Oder so. Und wer hat wohl die ganzen Tokens, man weiß es nicht. Wieso kann ich durch die Bank durchsehen? Ja gut, womöglich ist einfach hinten dran die Front auch verglast. Naja. Halt, stopp! Doch. Oh. Moment, Pfandflaschen, 5 Cent. Wo ist die Ratte? Damn hole in my pocket always losing money. Ja, eine. Moment. Piep. I lost my dimes somewhere. Penna. Thank you. Hey, if you see a dime, it's mine. Keine Ursache. Und auch keine Errungenschaft. Cast your lot before it's too late. Don't touch the books unless you know what you want. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. I'm Madam Marina. I'm Agent Ray. If you've got nothing to hide, you've got nothing to fear. For now. Well, all right then. How can I help? Jetzt darf ich halt wieder los und diese verdammte Münze wieder einsammeln. Aber okay, Moment. What's your deal? There's not much to tell. I set up my shop in Thimbleweed after finessing my craft on the road for many years. After all, there's only so many nights you can vomit peyote and pull cactus needles out of your ass in the desert before it becomes old news. Ja, das müssen wir nicht alles unbedingt noch einmal, außer vielleicht das hier. How did you get into this voodoo crap? I suppose when I realized I could get baked and make money doing it. That wasn't the answer I was expecting. I don't know what to tell you, dear. Yeah. I like tripping balls. And with the money I rake in from my curses, I'm gonna retire on a yacht in the Bahamas. I suddenly feel like I picked the wrong profession. Zumal. Zumal, die Antworten jedes Mal. Stopp. Cast your lot before it's too late. Jedes Mal gleich ausfallen. It looks pretty ratty. And I do mean ratty. Good. No way I'm touching that. No. No good, no good. Brrrr, halala, und hast du nicht. What happened to my dime?
Und er hat sie wieder verloren, dann gehen die Ants wieder los und holen sie. Minze, Minze, Minze. Wo war die? Wo war die? Die war vor dem. Halt, stopp! It's a dime just lying there. Pretty disgusting. ThimbleCon 87. It's opening later tonight at the hotel. Oh, heute? Cool. Ja, dann gehen wir doch dahin. Warum hängen wir doch hier rum? Okay, wo war dieser Typ? Nope. Aber das ist die B-Street. Nein. Doch. Hey, if you see a dime, nein. Damn hole in my pocket always losing money. Auch falsch. Da lobe ich mir so Spiele wie Zack McCracken. Es gab einfach eine Straße. Also zwei. Und sie kann es da sogar zurück, okay. Ist aber eigentlich nicht unsere... Nicht unsere Intention, noch nicht. Okay, wo bist du lang gegangen? Wo war dieser Schöpp? Das ist die A Street mit dem Penner. Die Gasse, die B Street, die Main Street. Ja, doch da. Was ist das? Später vielleicht. Wenn wir wieder mit dem Mann spielen können. Get out of the way, Reyes. I'll drop you a dime. Danke. It's a dime, but it's now pretty slimy. Ew. It's a dime. Nun, versuchen wir unser Glück. Nachdem wir gespeichert haben. There's a dime in the coin return. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. It's a hotel keycard from the dead man. Aber welches Hotel? Ich habe hier nirgendwo eins gesehen. Benutze Fingerabdruckset auf. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Tja, welche Nummer mag das sein? I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Denn irgendwas steht da ja, aber ich weiß nicht, das könnte türkisch sein, weil da ist ein Ü drin und das C hat so einen komischen unten dran. Aber was soll uns das bringen? Ich glaube nicht, dass ich die
Hilfe-Hotline des Spiels anrufen muss, deswegen. Also dafür. Glaube ich halt überhaupt nicht. I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Ja, was auch immer das ist. Ja gut, man kann es Halbstopp versuchen. It says, need help playing Thimbleweed Park. Call the fully automated 4468. Welcome back to the Hintron 3000. Hallo. How can I help you? Mit Gewalt. Einleitung, Tipp. Ja, nee, Tipp brauche ich ja eigentlich nicht. Ich dachte halt, dass wir das... Ja gut, man könnte natürlich den Tauben an die Tauben anrufen, weil die Tauben, das sind ja Klempner. Und die haben bestimmt so ein Werkzeug dabei, wie man den Kanaldeckel aufmachen kann und sonst immer noch was anderes. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, ich suche einen bestimmten Schauplatz. Ich bin der Kanalisation gefangen. Ich brauche etwas Geld. Ich sehe den Tipp nicht, den ich benötige. If you can find the hint you're looking for, it's because you don't need to solve it right now. Oh. Auch etwas Geld. Ich brauche eine 5-Cent-Münze, ich brauche eine 10-Cent-Münze. Thank you. Goodbye. Ne, warte, ich will noch weiter gucken. Ich habe das Geld zurückbekommen. Wie nett. Welcome back to the Hintron 3000. Ja, ja. How can I help you? So, ich schon mal dabei bin. Bin in der Kanalisation gefangen. Thank you. Goodbye. Pigeon Brothers Plumbing. Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wretch around. Monkey wretch. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks, and frights. Okay. Natürlich genau falsch. Wie könnte sie nicht? Und Hippie, wie steht's an der Skinfront? Benutze Telefonbuch. Fick diese Scheiße! Oh, betet Sukar und allen Göttern, dass sie das Wort, also buchstabengetreu übersetzt haben, beziehungsweise, dass unter selbigen Namen im Buch zu finden ist. Nein. Pigeon Brothers Plumbing. Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wretch around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks, and frights. Rohrbruch, Kurzschluss und irgendwas. Okay. Telefonbuch. Ist das Buch, nehme ich nochmal hinzu. Oh! Rainer Winkler, das ist der Drachenlord, den die ganze Welt verarscht. Entweder ist er wirklich ein Bäcker oder jemand hat sich für ihn ausgegeben und... Weil die können das ja nicht wissen, die Spielentwickler. Die haben ja keine Ahnung von Drachengame.
Oh, warte. 4747. Warte. Hallo Drachenlord, ich bin der größte Fan. Geil, mit Geld zurückgarantie. Wie geil! LOL! Klempner, ja. Ja, womöglich hat das einfach jemand rausgeschnitten und hat diese Sounddatei eingeschickt oder so, man weiß es ja nicht. Oder halt einfach so, vielleicht ist es ja wirklich, keine Ahnung. Klempner. Kam wie Klempner. Okay, ich, vielleicht finden wir es nicht in diesem Telefonbuch. Und der Rohrreinigung oder KW-Kanal. Jawohl nicht. Wie hieß der eine Taube? Leslie irgendwas? Oder so? Page and Brothers Plumbing. Electrical and paranormal investigations. We don't monkey wretch around. Huh. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks, and frights. Pigeon Brothers haben wir nicht, denke ich. Pigeon Brothers 4739 und die sind sogar noch rot eingefärbt. Wichtige Nummern. Oder richtige Nummern. Pigeon Brothers 4739. It needs a dime to work. Ja, mach es doch einfach. Danke. 4739. Hello. You've reached Pigeon Brothers Plumbing. Hello. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Was? Wichser. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Okay, was hat das damit hier auf sich? Notfallnummer. I'd say that leads somewhere I don't want to go. Jetzt stehe auch ich leicht auf dem Schlauch. It doesn't work in that. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Okay. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Sieht aus. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Als hätte das only one way to geplant, find out, I guess. Dass ich hier unten verstecken würde oder mein Kidnapper will mich damit irgendwie hochnehmen oder so. Auf jeden Fall hat ja offenbar jemand eine Notfallnummer aufgeschrieben. Das hier vielleicht.
Und es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob das hier die richtige Nummer ist. Jedoch sehe ich hier keine Nummer, ich sehe nur eine verfickte Schmiererei auf Türkisch. Oh, verfickt. I don't want to pick that up. Nope, immer noch gleich. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kid. Kann ich die Sprache auf Türkisch umstellen? Nein. Kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Fick soll das bedeuten? Ich weiß es nicht.